Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer weiteren Folge OMSI 2, dem Omnibus-Simulator. Und ihr seht schon, wie angekündigt, stehen wir hier heute also mit dem 1999er Gelenkbus, der etwas moderneren Variante. In der letzten Folge sind wir auf der Linie 150 gefahren und es war eigentlich, denke ich mal, ganz erfolgreich, bis auf den Anfang. Ich sehe gerade, ich habe hier aus Versehen 5 Ziffern eingegeben. Ich wollte natürlich hier 9908 eingeben, nicht 99080, ist egal. Und dieser Bus hier hat eben dann auch das Berlin Repaint, also das richtig gelbe Originale, was man so kennt, mit den richtigen Sitzpolstern, auch wieder ein bisschen schwierig. Stangen sind auch gelb, also auf jeden Fall cool. Falls euch wundert, warum ein weißer Gelenkbus langfährt, also ja, keine Ahnung, da war gerade einer. Das ist eines der großen Rätsel mit meiner KI-Liste. Ich habe nirgendwo ein weißes Repaint eingegeben. Ich habe alles nochmal getestet. Es sollten eigentlich alles Berliner Repaint sein, aber trotzdem fahren hier teilweise einfach weiße Busse rum. Und das liegt nicht am Texturenfehler, weil das ist wirklich irgendwie irgendein Repaint, was da im, was dem Bus da noch im Ordner vom Bus ist. Ich verstehe nicht so wirklich warum, aber ist nicht so schlimm. Kann man verkraften. Kann man einfach sich einbilden, die BVG würde Leihbusse einsetzen. Und schaut euch mal an, wie modern das hier drin aussieht im Vergleich zu den anderen Bussen. Also zu dem anderen Bus erstmal. Und hier auch mit dieser Kasse, die auch heute noch genutzt wird teilweise. Und ich habe natürlich wieder überhaupt keine Ahnung, wie der Code ist von der Linie. Hier haben wir Berliner Zieldinger sozusagen. Also das ist hier wirklich die Berliner Version. Wobei ich glaube, ich hinten auch noch Hamburger Dinger gesehen habe. Ne? Genau, das ist hier immer noch Hamburg. Aber ist nicht so schlimm. Das stört ja auch keinen. So, also wir haben... Oh, Alter. Das war jetzt überraschend. Wie kann man so einen schrecklichen Ton bitte einstellen? Naja. Wie angekündigt, fahren wir also auf der Linie X90 vom Reimerweg zum Waldkrankenhaus, 26 Minuten Fahrt, also da haben wir wieder einiges zu tun. Eine halbe Stunde sollte die Folge locker lang werden. Modul. Betriebsbereit, sehr schön. Und ich muss gleich nochmal kurz einen Cut machen und ja, die Linie nochmal gucken. Bis gleich. So, das hat jetzt nicht lang gedauert. Wo muss ich ihn jetzt raufdrücken? Zum Verkauf mit Modul einlegen und Auslösetaste. So. Kurs. Was meint ihr denn mit Kurs? Ist es jetzt hier dieser 09036? Umlauf 9036. Was? Nein, nicht Umlauf 9036. Nur auf X1, aber ich weiß nicht, warum steht das jetzt da? Aber das ist ja richtig, das stimmt ja. Okay, Reimerweg ist alles richtig. Wir sind 1,4 Minuten zu früh noch. Ich verstehe das immer nicht so ganz, warum das da so steht, aber Hauptsache ist, es funktioniert. Warum kann ich hier irgendwo raufklicken? Was passiert denn da? Ist auch egal. So, ja, wir fahren natürlich wieder bei bestem Wetter. Hier ist immer noch schon die Anzeige, ist auch ein bisschen anders. Das passt hier leider nicht ganz rauf, ist nicht so schlimm. Kann man verkraften. Das X sieht ein bisschen komisch aus, oder? Findet ihr nicht? Naja, wenn es original auch so war, dann ist es okay. Und dann starte ich mal den Motor. Mal gucken, was passiert. So. Wunderbar, das funktioniert. Der fühlt sich natürlich wieder komplett anders an. Okay, das hat soweit funktioniert und dann denke ich mal, sind wir auch abflugbereit. Wie lange ist noch? Ja, 0,4, können wir noch mal kurz abwarten. Also Waldkrankenhaus, wir haben eine ganze relativ lange Strecke vor uns, aber wir sind in Expresslinie. Das heißt, ich werde richtig auf die Tube drücken, weil erfahrungsgemäß ist der Fahrplan hier sehr, sehr eng gestrickt. Und dann fahre ich auch einfach schon mal los, die 0,2 Minuten. Ganz ehrlich, ist ja egal. Ich hoffe, das ist soundmäßig okay. In der letzten Folge hat es ja ganz gut funktioniert. Da hat man mich ganz gut verstanden und den Bus-Sound auch gut gehört. Und mal gucken, ob das jetzt auch funktioniert mit den automatischen Ansagen. Jetzt haben wir Glück, dass wir hier so schnell rüberkommen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, der Führerstand... Da war das Lenkrad ein bisschen zu doll geknickt oder was. Egal, der Führerstand sieht viel moderner aus, als der Bus an sich so wirkt. Hier haben wir auch Berliner Anzeigen. So, wir müssen jetzt jedenfalls richtig Gas geben.
Ansagen funktionieren. Sandstraße. Und dann geben wir jetzt mal richtig schön Gas, würde ich sagen. Ich weiß nicht, warum hier nichts angezeigt wird auf dem Ding. Naja, ist doch egal. So. Ja, das finde ich immer so cool an diesen Express hier. Man kann einfach mal richtig auf die Tube drücken und trotzdem halt nur 50 fahren. Dass hier ab und zu Leute einsteigen wollen, das ist einfach so, das müssen wir einfach ignorieren. Weil die wollen wahrscheinlich auch irgendwie auf unserer Strecke, also die haben irgendwie, die verstehen irgendwie nicht, aus irgendeinem Grund, dass wir da nicht anhalten. Ist aber nicht so schlimm, weil die achten ja immer nur auf die Zielanzeige und nicht auf die Liniennummer. Könnte man eigentlich nochmal irgendwann einführen, dass sie auf die Liniennummer achten. Andererseits könnte man dann so Sachen nicht mehr machen wie beispielsweise einfach so auf einer Betriebsfahrt mal aus Spaß Leute mitnehmen, indem man nur das Ziel anzeigt. So, nee, wir sind doch hier falsch. Ach Mann, scheiße. Jetzt bin ich aus Versehen angehalten. Ist doch falsch. Wir sind noch gar nicht. Hoffentlich funktioniert das jetzt noch mit den Ansagen. Der sagt jetzt bestimmt gleich die nächste Station rein, oder? Gut, da war ich mal kurz nett und hab die reingelassen. Darf ich eigentlich nicht. Nächste halt ist immer noch Sandstraße. Ich versuche immer noch unter 50 km/h zu bleiben. Ich fahre mal am liebsten bei so einem Wetter, weil da kann man immer die Busse, die Fahrzeuge und die Maps auch am besten so vorstellen und sich vorstellen, wie die so sind. Wenn es jetzt hier in Strömen regnet oder Nebel ist, dann bekommt man ja kaum was von der Map mit und vielleicht auch nicht so viel von dem Bus. So, aber das hat funktioniert. Der hat verstanden, dass ich da nur aus Versehen angehalten bin. Und dann halten wir hier gleich nochmal an der richtigen Sandstraße. Den Bus muss ich auf jeden Fall noch in die KI-Liste hinzufügen. Der gefällt mir sehr gut. Hat auch so leicht getönte Scheiben, ne? Merkt ihr das? Im Gegensatz zu hier vorne sind die da ein bisschen blauer. Doch zumindest so. So, auf geht's. Weiterfahren. Der Fahrplan ist sehr, sehr eng gestrickt. Wir haben jetzt schon knappe Verspätung. Das sind die paar Sekunden, die wir verbraucht haben, als wir da am Magistratsweg angehalten haben. Heerstraße, Wilhelmstraße. Also, wieder zu Fuß. Das, woran ich das sehe, ist hier rechts diese Nummer hier. Ich weiß gar nicht, ob man das auf YouTube erkennt. Aber diese Nummer da ist entscheidend. Minus 1,1 steht jetzt da. Was halt lang ist, ist, wenn man nachts diese Linie fährt. Also als Nachtlinie, da muss man wirklich überall anhalten. Und dann dauert es teilweise richtig lange, bis man mal da ist, bei einer Zielstation. Aber solange man so Express fahren kann, geht das eigentlich auch relativ zügig. Man hört jetzt schon wieder die Fahrgäste sich unterhalten. So, hier müssen wir jetzt aber wirklich anhalten. So. Dieses Ungeklacker die ganze Zeit, Ungeklapper. Also war das wahrscheinlich auch nicht nett. Es klappert immer irgendwas. Heutzutage gibt es das ja eher weniger. So, sollte er wieder ansagen eigentlich? Richtig. Am Omnibushof. Also Gatorstraße, Heerstraße halten wir auch nicht. Hier links haben wir den Betriebshof. Auch mit Line Cities. Kann man sich auch runterladen, wenn man es auf Google einfach eingibt. Also ihr merkt schon, ich habe hier sehr, sehr viele Mods und Add-ons drin. Das kann man eigentlich kaum alles in die Beschreibung packen, die ganzen Links, die man dafür braucht. Da muss man sich einfach selber ein bisschen mit dem OMSI auskennen, sich dafür Zeit nehmen, das alles zu installieren, das alles zu suchen, das alles runterzuladen, zu entpacken und so weiter und so fort. Habe ich an einem Tag mal gemacht. Das ist dann mal rausgekommen. Hier haben wir eine Line City Normal Single Standard. Auf welcher Linie? 192. Blinker klingt auch gewöhnungsbedürftig. So, komm, jetzt kannst du. Der DJ. Jo, ich bin DJ 968. Ich werde das Geklapper. Ich glaube, das soll das Gelenk darstellen, oder? Weil das immer in den Kurven passiert. Bei dem Bus quietscht es also nicht, sondern es klappert. Soundmäßig ist er eigentlich ganz okay, der Bus. Also, ich find's okay. Ich stört's nicht. Klingt nicht unrealistisch. Klingt halt ein bisschen dumpf, aber ich denke mal, das ist okay und vielleicht auch realistisch, weiß ich nicht.
Aber diese Busse hier hat man auch relativ oft in Spandau gesehen, muss man ja auch sagen. Also in Spandau waren die gang und gäbe, diese Fahrzeuge. Eine auf jeder Linie. Genauso wie heute. Ups, Texturladen, bla bla bla, ist mir egal. Out of memory. Das kommt immer an dieser Stelle, ich weiß nicht warum, aber man kann weiterfahren. Und heutzutage gibt es halt beinahe auf jeder Linie in Spandau diese Solaris-Busse. Solaris-Gelenkbusse. Da hat ja jeder Bezirk in Berlin immer so seine eigenen, ja, seine eigenen Spezialfahrzeuge. Und jetzt weiß ich auch, warum die Meldung kam, weil da irgendwas nicht geladen wurde bei diesem Bus da vorne. Bei dem Citaro. Wahrscheinlich einfach wegen Out of Memory, kann passieren. Meine Güte. Hier vorne hat es sich noch ein bisschen geladen und danach irgendwann ist halt irgendwie DirectX abgestürzt oder weiß ich nicht. Wie gesagt, das ist nicht schlimm. Klappe! Ich muss mich konzentrieren. Schwebt der? Nee, da sitzt. Ich dachte, das ist so. Warum lehnst du dich denn nicht richtig an, mein Herr? Ansitze steif, da alles gibt's ja gar nicht. So, nächster halt Landstandplatz. Wir sind noch zu früh, das ist ja gut. Das wird, glaube ich, nicht ewig so bleiben. Das solltet ihr hier, denke ich, auch alle kennen. Aus anderen Unsi-Versionen. Boah, da kommt schon wieder ein Repaint, unser Bus. Mist, laden die jetzt die ganzen Repaints nicht mehr, oder was? Das ist hier ein ganz normaler M&R Software-Bus. Keine Ahnung, was los ist. Das sind halt die Eigenheiten des Omsi. Irgendwas ist immer und man kann es nicht wirklich erklären. Mal ist es da, mal ist es nicht da. Hier hinter uns der Bus hat jedenfalls ein Repaint. Keine Ahnung, warum der jetzt so weit vorne steht hier. Guten Tag, Kollege. So, will jemand rein? Jawohl, ich Oma. Und seht ihr schon, sind wir genau pünktlich in der Zeit 0,0. Guten Tag. Was ich übrigens komisch finde, ist, dass bei mir beim Omsi seit einiger Zeit einfach die Leute keine Fahrkarten mehr kaufen. So kam das nicht mehr raus, danke. Ich habe Fahrkartenverkauf an, aber es kaufen einfach keine Leute irgendwelche Fahrkarten. Ist aber nicht so schlimm. Seeburger Straße. So, an der Metzer Straße halten wir wieder nicht und da kommt wieder ein Repaint unser Bus. Ey, ich fasse es nicht, warum haben die alle keine Repaints mehr? Das regt mich auf. Das nervt. Das wäre der Vorführeffekt. Ich habe das noch nie gehabt. Ich bin schon ziemlich viel auf dieser Map gefahren. Bisher hat immer alles funktioniert und plötzlich laden die Repaints nicht mehr. Wunderbar. Teilweise aber schon. Da vorne sehe ich einen Line City, der hat einen Repaint. Ach, Mann, jetzt wird der Ampel rot. Okay, fahren wir schon mal auf die rechte Spur. Wir müssen eh nachher darauf, um Seeburger Straße zu halten. Ruhe da hinten! Oh, und die lachen mich einfach aus, das gibt's ja nicht. Das ist halt das Problem, wenn du Busfahrer bist. Du wirst einfach überhaupt nicht respektiert. Einfach nur die ganze Zeit angemotzt. Und du bist natürlich immer an allem schuld. Das ist doch klar. Ich spreche aus Erfahrung. Nein, natürlich nicht. Ohne Scheiß, also wenn Busfahrer nicht so früh aufstehen müssten und so beschissene Dienstzeiten hätten, dann würde ich es mir echt überlegen, das mal einfach aus Spaß für ein paar Jährchen zu machen. Einfach nur, um es mal gemacht zu haben, weil es ist ja im Prinzip auch eine große Leidenschaft von mir. Aber ich habe keinen Bock, immer um 3:30 aufzustehen und dann irgendwie geteilte Dienste zu haben und wie gesagt angepöbelt zu werden, angemotzt, vielleicht sogar angegriffen. Da habe ich, denke ich mal, andere Perspektiven, wenn ich dann mein Abitur habe. Also, ja, nur um das mal gesagt zu haben. Und der Omsi ist zum Glück so realistisch und so kurzweilig, dass man ja, wenn man mal das Bedürfnis hat, Bus zu fahren, auf längere Zeit immer die Möglichkeit hat, es auch zu tun. So wie hier, ich habe mein Lenkrad, ich habe meine Pedalen. Und Omsi 2 ist das schon relativ realistisch. Viel realistischer als Omsi 1. Wenn man so 0,5 hat plus, ist eigentlich immer optimal. Besser als 0,5 minus, weil da hat man immer das Gefühl, wenn man jetzt losfährt, dann will vielleicht noch irgendjemand schnell einsteigen.
ist beim Omni 2 ja selten der Fall, dass noch kurz vor Abfahrt jemand spawnt. Angerannt und angelaufen kommt sowieso ja keiner, wie man bekanntlich weiß. Ist aber ein Feature, was eventuell irgendwann mal reinkommen könnte. Dass auch so Leute noch im letzten Moment angerannt kommen. Ich habe bloß Angst, dass wenn man... Oh, ich dachte schon, hält jetzt nicht an. Ich habe bloß Angst, dass wenn man so eine Features halt reinpackt von Sachen, die relativ selten passieren, dann, dass es sich halt zu viel häuft, ja, dass dann irgendwie in jeder zweiten Station irgendjemand noch angerannt kommt. So wie zum Beispiel beim Bus-Simulator 2012 war es ja auch das Problem, die Leute sind ja mal vorbeigelaufen und dann einfach haben sie sich kurzfristig entschieden einzusteigen. Und du bleibst dann da stehen und dann kommt immer wieder jemand Neues und du kommst einfach gar nicht mehr weg von der Haltestelle. Also da müsste man wirklich sich irgendeinen Algorithmus oder so ausdenken, dass es wirklich nicht sehr oft passiert, dass die Leute da im letzten Moment angerannt kommen. Und vielleicht auch nur so an größeren Stationen, so wie Rathaus Spandau, dass irgendwie gerade U-Bahn angekommen ist und die Leute da alle noch schnell raus wollen oder so. Ich meine, wenn man Bus fährt, dann bekommt man das ja auch mit, ja, dass das ab und zu passiert. Das nervt mich jetzt nicht mit dem Bus, aber wir können es nicht ändern. Wir müssen akzeptieren. Also wenn man Bus fährt, man bekommt das ja ab und zu mit, dass das passiert. Auch teilweise öfters und auch teilweise an mehreren Stationen hintereinander, dass die Busfahrer sich dann auch aufregen. Teilweise, oh, jetzt kommt schon wieder einer. Und dann beim dritten, dann machen sie einfach von der Nase die Tür zu. Aber, naja. Ist halt immer so die Frage, wenn man so. Genauso wie ich das halt fraglich fand, diese Feuerwehreinsätze mit reinzunehmen. Gut, das gibt's jetzt hier auf der Map nicht. Aber da kam halt wirklich alle zwei Minuten irgendeine Feuerwehr. Und das war halt einfach zu viel, ja. Das war einfach zu viel auf Dauer. Man hat sich halt genervt, weil das ist nicht realistisch, wenn alle zwei Minuten irgendeine Feuerwehr kommt. Das ist zwar ganz nett gemeint, so mit Feuerwehreinsätzen passiert ja auch mal, aber es ist einfach viel zu häufig passiert. Ne? Das kannst du irgendwie mal machen, dass es irgendwie einmal alle drei Stunden höchstens ja vielleicht mal eine Feuerwehr vorbeifährt, weil so oft passiert es ja beileibe nicht, dass irgendwie eine Feuerwehr vorbeifährt. So, und es scheint wirklich alle Repaints verschwunden zu sein, außer die von den Line City Doppeldeckern. Wir haben Verspätung. Ich mache mal ganz kurz einen kleinen Cut. So. Ab und zu wird man ja kurz unterbrochen. Ist nicht schlimm. Ist bestimmt nicht aufgefallen. So. Achso, nee, da kommen ja dann immer noch welche. Genau, die kommen von einer anderen Haltestelle angelaufen. Lassen sich natürlich ganz viel Zeit. Das ist genau so ein Ding. Zum Beispiel, wenn die jetzt angerannt kommen würden oder so, weil die aus der U-Bahn kommen, das wäre eine ganz coole Sache. Aber wirklich nur an solchen Stationen hier zum Beispiel. Und nicht irgendwie an jeder Station, dass dann plötzlich irgendwo einer rausgerannt kommt. Kann natürlich auch passieren, aber das wäre dann wieder zu häufig, ne? Warte mal. Die wollten natürlich irgendwann aussteigen, hab ich ganz vergessen. Vielleicht sollte ich einfach mal die Map nochmal kurz neu laden. Wisst ihr was, das mache ich mal, weil das stört einfach. Wir sind ja hier gerade mal aus Spandau, alles gut, ich drücke auf Pause. Und dann mache ich mal gleich letzten Stand der Karte laden, dann müsste es ja wieder funktionieren. Ja, bis gleich. So, einmal neu geladen und die Fahrgäste steigen alle hinten ein, ist ja auch nett. Ist ja eigentlich in Berlin verboten. Halt! Kommst nicht rein, hier. Vorne einsteigen, Fahrkarte vorzeigen. Macht dann nicht okay. Dann bitteschön. Steigst du hinten ein, darfst du eigentlich nicht, ist egal. So, wir haben jetzt natürlich auch keine Fahrgäste mehr, so richtig viele, weil die natürlich alle weggespawnt sind. Und ich sehe gerade auch überhaupt kein KI-Fahrzeug. Kein KI-Bus. Mal gucken. Hoffentlich sind die jetzt nicht ganz verschwunden. Das sind halt immer so die Sachen, die man im Omni einfach akzeptieren muss. Irgendwas funktioniert immer nicht so richtig, wie man es haben will, wie es eigentlich sollte. Aber wir lassen uns davon nicht beirren. Wir bleiben hartnäckig und fahren einfach weiter. So, wir müssen jetzt, glaube ich, hier relativ weit hin zu. Und da wird es auch schon wieder grün, alles klar, das ging ja relativ schnell. Irgendwie wirken die Straßen gerade ein bisschen leer, ne? Ich weiß.
weiß nicht, wir spawnen jetzt überhaupt keine KI-Busse mehr. Ich habe noch keine einzigen gesehen. Aber um ehrlich zu sein, lieber gar keine KI-Busse als weiße, oder? Weil sonst wird so der Realismus genommen und wir sind genau auf der richtigen Spur. Sehr gut. Mann, und ich habe die ganze Zeit irgendeine Forschung, weil es nervt. Ah, guck mal, das ist auch ein Omsi-Bug. Wenn man sieht, guckt, wie die Leute in weiter Distanz sind, dann laufen die immer so. Es ist einfach zum Piepen. Ich finde es immer jedes Mal so lustig, wenn ich sehe. Oh, ich bin der Moses. Ich schwebe über dem Boden und kann fliegen. Ja, und sogar die Oma hier, super sportlich. Ups, super sportlich. Jawohl, ich gehe zur Apotheke. Mann, schon wieder ein Frosch im Hals. Das Medikament hat auf jeden Fall gewirkt. Okay, dann lassen wir es mal. Scheiße, ich glaube, ich habe die Ampel gerade verpasst. Weißt du was? Damit es nicht zu lange dauert, hat da keiner gesehen. Fahrzeug ein bisschen herausfordern hier. Und das funktioniert ja soweit ganz gut. Ups. So, jetzt können wir eine ganze Weile hier schwebendes Schild, ja, gehört dazu. Jetzt können wir eine ganze Weile lang einfach geradeaus durchfahren, weil der nächste halt ist erst die Siegallee. Ich bleibe aber trotzdem auf der rechten Spur, weil ich immer noch im Bus bin. Bleibt natürlich trotzdem bei 50 ungefähr. Hier am Tetteszentrum wollen wieder ein paar einsteigen, ist mir egal. Einmal war ich so nett am Magistratsweg, aber nicht zweimal. Zweimal nett sein im Leben, das darf man nicht. Nee, aber dann beschweren sich ja hier die Fahrer. Die fahren einen Expressbus, um schneller ans Ziel zu kommen. Das ist ja gerade der Sinn, dass man nicht überall anhält. So, hier ist natürlich das kleine Problem, dass hier aus irgendeinem Grund die Straße nicht fertig gebaut wurde. Finde ich ein bisschen unnötig, aber na, komm. Ist egal, ich fahre jetzt einfach mal deutlich schneller als man darf. 10 km/h sind eigentlich erlaubt. Aber ganz ehrlich, und weiter geht's. Nächster Halt wäre dann Spandau Friedhof. Der ist hier irgendwo auf der rechten Seite im Grün. Aber da halten wir auch nicht. Also 3 Haltestellen, die wir hier überspringen, ist selten. Vielleicht sogar das einzige Mal auf der Linie, kann gut sein. Wir umrunden quasi einmal die komplette Map hier. Aber relativ schnell, weil wir immer auf so großen Straßen bleiben und relativ schnell fahren können. Geht immer relativ zügig direkt geradeaus. So wie hier gerade. Da macht man etwa unheimlich viele Meter in kurzer Zeit gut. Wenn man einfach mit 50 km/h hier fährt, die, wie ich finde, im Omsi immer schneller wirken, als sie in echt wirken. Also wenn du in echt 50 fährst, dann wirkt das für mich, für meinen Eindruck, immer langsamer, als das hier gerade wirkt. Das wirkt so, als würde man mit 70 hier durch die Straßen rasen, oder? Findest du nicht? 60, 70 so? Naja. Und geradeaus weiter und jetzt die nächste Haltestelle muss man dann wieder anhalten, sofern jemand einsteigen will. Aber sehr gut, dass die beiden Linien, die wir jetzt fahren, 150er vorhin, also in der letzten Folge und X90er jetzt, die haben wie ziemlich wenig Strecke gemeinsam, nur so ein paar Meterchen, halt so nach dem Zoologischen Garten. Aber ja, wir halten auch nicht am Zoologischen Garten. Wir
wir sind ja ein Expressbus und da können wir uns solche kleinen Umwege nicht leisten. Lichtstraße. Gibt es genug andere Linien, die da noch halten? Unter anderem auch ein Expressbus, der X92er. Jetzt halten wir wieder nicht am Einkaufszentrum. Und ich habe immer noch einen Frosch im Hals. Sorry. Ich könnte natürlich auch das Mikro dafür ausmachen. Mache ich aber mal nicht. Wir sind ja immer noch auf YouTube und nicht im Fernsehen. Da darf man sich natürlich nicht einfach so entspannen mitten ins Mikro rein. Aber es hält sich ja zum Glück noch an Grenzen. Also ich mache ja kein Räusper-Konzert draus. So, wir haben echt Glück mit den Ampeln. Schaut mal, wir sind wieder genau pünktlich 0,0. So, und hier müssen wir gleich wieder anhalten. Das müsste die Lindstraße, Quatsch. Das hier ist irgendeine andere Haltestelle, Lindstraße Post, glaube ich. Und jetzt kommt erst die richtige Lindstraße, da wo wir halten. Ist auch fußläufig zu erreichen vom Bahnhof Zoologischen Garten, den man hier rechts vorfindet. Hier rechts sind wir vorhin langgefahren mit dem 150er. Also ich sage mal vorhin, weil ich das vorhin aufgenommen habe. Für euch ist natürlich etwas länger her. In der letzten Folge. Das mache ich mal ganz gerne dann so in einem Rutsch aufnehmen. Da muss man sich nicht 10-mal hinsetzen, weil das ist immer eine relativ mühselige Arbeit, das dann alles so zu konfigurieren und hinzubekommen, dass es halt alles klappt mit dem Headset und dem Sound und allem anderen möglichen Zeug. Und dann noch das Lenkrad anmontieren und alles mögliche. Naja, so, hier will niemand aussteigen, eine Person will rein, bitteschön, und gleich geht's weiter. Und wir haben wieder eine Minute Verspätung. Wir sind gerade komplett durchgerast und haben eine Minute Verspätung. Jetzt stellt euch mal vor, wir wären auch nur an einer roten Ampel stecken geblieben. Hallo, was machst du denn hier einfach auf die Spur? Hamburger Straße. So, und hier sind wir auch mit dem 150er lang gefahren. Hier sind wir bloß an jeder Station angehalten. Jetzt kommt hier am Gutspark, da halten wir diesmal nicht, sondern gleich an der Hamburger Straße. Und dann biegt auch der 150er schon wieder links ab und wir fahren geradeaus weiter. Und dann nähern wir uns auch langsam dem Ende der Linie. Das hat alles geklappt mit dem Upload dieser Folgen. So ein Fehler darf mir aber nicht zweimal passieren. Ich lasse den Computer so lange an, wenn diesmal. Ah, und es gibt natürlich auch das Problem, dass ich Videos aus irgendeinem Grund, Hamburger Straße, wenn jemand. Okay. Oh doch, es war gedrückt. Mist. Egal. Lass ich es an der nächsten Station raus. Janplatz. Beschwert sich aber auch niemand, ne? So, das ist hier Wasserwerkstraße, daher lassen wir mal kurz raus. Die Leute, die vorhin aussteigen wollten. Weil das System versteht ja anscheinend, dass es hier noch nicht der Jahnplatz ist. Tut mir leid. Muss da zurücklaufen, eine Station. So, jetzt kommt der echte Jahnplatz gleich. YouTube hat mir aus irgendeinem Grund die Funktion weggenommen, die ich so gefeiert habe, die so geil war, die ich ein Jahr lang bestimmt hatte, nämlich die geplante Hochladenfunktion. Die ist weg. Ich kann das nicht mehr machen. Ich kann nur noch live hochladen und das ist richtig ätzend. Ja? Das heißt, dieses Voraufnehmen für den Urlaub, Vorhochladen für den Urlaub hat sich im Prinzip erledigt. Ich muss dann halt im Prinzip im Urlaub dann einfach die Folge freischalten. Ich lade die beide hoch auf privat. Oder wahrscheinlich eine schon auf öffentlich oder so, keine Ahnung. Und dann muss ich einfach im Urlaub freischalten. Gucken, ob ich dann denke. Hoffe ich einfach mal. Das ist ja auch schon die letzte Station vor der Endstation. Ich weiß nicht, warum die hier so ein bisschen erhöht laufen. Muss man einfach so akzeptieren, wie es ist. Hier wollte auch jemand raus. Das sieht man mal so schlecht, dieses Haar. Ich denke mal, dass da nie was leuchten muss. So. Die Person ist raus. Und ab in den Endspurt. Wir springen jetzt nochmal zwei Stationen. Waldkrankenhaus. Endhaltestelle. Bitte aussteigen. Teilweise kommen die Ansagen ein bisschen früh. Please leave the bus here. Teilweise kommen die Ansagen ein bisschen früh, finde ich. Weil ich meine, jetzt sind wir gerade abgefahren vom Jahnplatz. Waldkrankenhaus ist noch gefühlte 50 Kilometer weg. Und die Ansage kam schon. Na, immer ist auch nicht so schlimm. Halb so wild. Einmal rum.
bitte. Pionierstraße wird übersprungen. Dann kommt gleich mal die Station Wendelstraße. Wir sind zu früh dran, das ist wunderbar, aber das ist ja okay, weil wir eher auf die letzte Station zu steuern. Der X90er ist übrigens auch eine schöne Linie für Doppeldecker, für Line City DD. Das gefällt mir auch ganz gut, fahre ich am liebsten mit Doppeldeckern. Weil sie halt immer nur so auf großen, breiten Straßen fährt. Und nicht so auf engen, Straßen, das ist dann immer nicht so geeignet. So, hier einmal die Wendelstraße übersprungen und gleich überspringen wir die Wendelstraße nochmal. Nämlich da vorne. Ich glaube aber, der N90er, der hält dann noch nur an einer von beiden. Ich weiß aber nicht genau, an welcher. Also hier müssen wir noch nicht links rein. Wir müssen da nächsten links rein. Und da wenden wir dann auch. Dann war es das erstmal. Also wie gesagt, ich hoffe, dass es funktioniert. Ich hoffe, dass ich einen schönen Urlaub habe, denn da bin ich nämlich gerade. Während ihr das hier seht. Wie gesagt, dann Kommentare und so werde ich wahrscheinlich nicht beantworten können. Wenn ihr die AI-List haben wollt, dann geduldet euch noch ein bisschen. Fragt mich am besten nochmal in 3 bis 4 Wochen danach. Weil, wie gesagt, momentan ist es ein bisschen schwer alles. So, das war's. Einmal Fahrplanauswertung, bitte. Sandstraße. Keine Ahnung, warum der jetzt Sandstraße ansagt. Aber okay. Gut, das mit dem Gelenk ist... Ah, ist ein bisschen unrealistisch, dass es jetzt hier steht. Theoretisch dürfte es nicht so weiter draußen stehen, glaube ich. Physikalisch gesehen müsste es eigentlich eher hier so stehen. Aber ist ja egal. So. Machen wir die Tür zu und das waren sie also die 3 Fahrzeuge aus dem Add-on 3 Generationen. Mir gefallen sie alle 3. Weil, sagen wir es so, der 2012er hat noch so ein bisschen seine Schwächen beim Sound, aber an sich ist er auch ganz okay. Vor allem vom optischen her. Die 10 Euro ist das Add-on allemal wert. Aber ich kann mich nur wiederholen, bildet euch eure eigene Meinung darüber und entscheidet selbst, ob ihr die 10 Euro investieren wollt. 10 Euro sind ja auch solche 10 Euro und solche 10 Euro. Ich weiß ja nicht, wie viel Geld ihr so verdient habt und so weiter und so fort. Muss ja jeder für sich selber sehen. Wer nur 10 Euro im Monat irgendwie bekommt oder so, für den ist es dann vielleicht ein bisschen teuer, aber gut. Müsst ihr selber sehen. Oh, hier noch ein kleiner Texturfehler, Grafikbug, wie auch immer, weil 2 Häuser übereinander sind. Ist egal, sollte man eigentlich nicht sehen. Gut, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.